Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaßeshalber. Ich bin heute in Ludwigsburg bei den MHP-Riesen. Ich sag mal so, der neue Center ist da. Aber jetzt ziehe ich mir erstmal um. So, die heiligen Hallen der MHP-Riesen. Und ich hab's geschafft. Hier ist mein Platz. Scheint ja eigentlich normale Größe zu sein. Ja, ist ja eine lange Hose, ist doch top. Hallo, ich zieh mich um. Mit der Nummer 86, Matthias Matze Meester. Na, eben schnell Danke üben. Bin dabei. Stop. Ja, ich bin gespannt, wie unsere neue Center-Verpflichtung sich jetzt machen wird. Neu in der BBL, jetzt in der heißen Phase der Saison. Scheint bisher ein netter Mann zu sein und hoffe, dass er auch basketballisch überzeugen kann. So wie es sich gehört, bei einem richtigen Basketballspiel, 1 gegen 1. Wie nennt man das, wenn man Anwurf nicht? Tip-off. Machen wir natürlich auch einen Tip-off. Wie soll ich denn da? Nein! Lass uns lieber werfen. Vielleicht habe ich da noch eine Chance. Machen wir so. Von hier, Freiwurf, ganz normal. Ein Korb zählt ein Punkt. Hier ist Dreier, ne? Mhm. Also 1, 2. Rot, 3. Von hier gibt 4 Punkte. Das heißt, wenn du nämlich die reinmachst, weil ich kenne dich ja, habe ich vielleicht nur eine Chance, 4-3 gewinnen. Aber ich muss erst mal kurz testen, ob ich von da überhaupt komme. Da hinkommst. Habe ich mir auch gerade gedacht. Hey, ja, ja. Bist du bereit? Testwurf, ja, ja. Testwurf. Schere, Stein, Papier. Du hast Papier, ne? Hab ich jetzt. Ja! Das ist eine gute Taktik. Der war knapp. Ich fang ihn. Ja, ja, pass auf. Guter Pass. Ja! Nein! Das gibt's doch nicht. There we go. 1-0, wer jetzt erst 5 hat. Ja! Oh! Hast du gesehen, ne? Du bringst mich zum Zittern hier. Fein. Oh! Oh! Knapp. 2-2. 4-2. Ich muss den jetzt machen, dann ist vorbei. Oh! Das ist nicht fair. Hast du gewonnen, ne? Sehr gut. Ich habe versucht, dir ein bisschen Leeway zu geben. Hat lang gedauert, länger als ich auch wollte. Länger gedacht. Hast mir auch ein paar Mal Angst gemacht, muss ich ehrlich sagen. Hat leider nicht gereicht, ne. Aber war sehr. Aber gute Competition. Ja, fand ich auch. War ein gutes Battle. Und netter Mann. Du bist auch sehr nett, kann ich nur so zurückgeben. Danke dir. Mein Lieber, aber ich muss noch ein bisschen üben, glaube ich. Mach dein Ding. Wow, was für ein erster Trainingstag hier bei den MHP-Riesen Ludwigsburg. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit JB zu trainieren. Ich denke mal, ihm wird immer noch schwindelig sein und er sucht noch den Ball. Aber hier ist er und ich. Bin raus für heute. Schade, es hätte so gut werden können. Ach, grüß dich, Werner. Das gibt's doch nicht!